Das ist eine einzige Mangelwirtschaft hier. Willkommen in der Planwirtschaft. Alles wird zu spät gepflanzt, zu spät befriedigt. Moin, denn und herzlich willkommen zurück zu Tim Verborn im Experimentell-Modus, meine lieben Freunde. Wir sind wieder am Start in einer neuen Map mit den Rustikalrouten. Haben wir beim letzten Mal neu angefangen. Warum haben wir das gemacht? Naja, zum einen, damit wir mal wieder eine neue Map sehen. Und zum anderen, weil wir ja die Eisenminen mal bauen wollen. Und die können wir ja nur bauen, wenn auf der Map diese Löcher am Start sind. Ohne diese Löcher geht das nicht. Und jetzt haben wir die nämlich auch hier und da können wir das nämlich auch mal machen, wenn wir denn mal irgendwann genug Forschungspunkte zusammen haben. 4000 brauchen wir, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wie sollen wir denn jemals 4000 Forschungspunkte zusammenkriegen? Das ist ja eine unfassbare Zahl. Okay, aber das kriegen wir schon hin. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Timberborn reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein. Die sind mal am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Projekt haltet. Ich muss mir die Zähne rausnehmen. Moment. So. Hervorragend. Jetzt beginnt gleich wieder eine weitere Dürre, meine lieben Freunde. In 0,5 Tagen ist es wieder soweit. Wir haben jetzt auch schon eine Sägemühle am Start. Die produzieren Planken und hier wird jetzt gerade noch gebaut ein Förster. Ein echter Förster. Und dann würde ich mal sagen, wir beauftragen diesen Förster, jetzt mal schon gleich direkt hier Maple Trees zu pflanzen. Direkt hier in diesem Revier, würde ich sagen. Direkt da so, direkt vor Ort. Auch wenn das jetzt so ein bisschen die anderen Pflanzen natürlich da verdrängt, aber ich glaube, guck mal, da können wir sogar noch den Erntebereich festlegen hier. Ich glaube, das ist gar nicht so doof, wenn wir das da jetzt machen an der Stelle. Weil das wird uns auf jeden Fall noch mehr Pflanzen erbringen. Guck mal, wir können hier zum Beispiel auch mal die Fahnen, die können wir mal hier wegnehmen, weil die sind ja im fruchtbaren Bereich. Das ist ein bisschen dämlich eigentlich. Oh, Biber-Wohlfühlfaktor Stufe 7 schon, Alter. Gerade offscreen, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, hatten wir schon Stufe 6 geknackt. Und jetzt sind wir schon beim Wohlfühlfaktor 7, alter Schwede. Aber warum eigentlich, frage ich mich. Was fühlen die sich denn jetzt wohler? Ich meine, gut, wir haben jetzt auch die Karotten schon. Die gehen jetzt auch. Und die erhöhen ja den Nahrungsmultiplikator nochmal. Dass die sich halt bei Nahrung... Oder warte mal. Was für ein Multiplikator waren das? Das war... Karotten, genau. 30% Lebenserwartung, nice. Was gibt's denn eigentlich noch... Grilled Potatoes, genau. Wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht mal die gegrillten Kartoffeln noch machen. Das könnte noch ganz spannend sein eigentlich. Oh, der Förster ist am Start. Der Förster ist am Start. Aber ich baue jetzt mal noch mehr Häuser, damit wir noch schnell noch ein bisschen mehr Biber kriegen auch. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Wir haben 5 Tage Dürre schon. Ach du meine Güte, das ist ja schon... Ist ja schon mal eine ganz schöne Ansage, würde ich mal sagen, wa? Weißt du was, wir bauen mal... Genau. Wir bauen mal hier noch ein Haus. Oder nee, warte. Wo baue ich denn noch Häuser? Warte mal, hier bauen wir mal noch ein Haus. Würde ich sagen. Dann können wir, wenn wir das so drehen, können wir hier hinten noch eine Treppe nach oben bauen. Dann können wir da oben noch Terrassen hinbauen. Wenn wir hier jetzt noch eins daneben stellen zum Beispiel. Wir brauchen mehr Häuser. Je mehr Häuser, desto mehr Biberkinder, desto besser ist es. Was? Wie viel Science Points brauche ich für die... Oh Gott, 100. Ach so, ja stimmt, die Science-Dinger sind ja auch pausiert. Haben wir Arbeitslose? Nee, haben wir nicht. Schlecht. Wir brauchen mehr Biber. Deswegen. Mehr Häuser, mehr Biber, mehr Nahrung, mehr alles. Obendrauf. Ja genau, obendrauf machen wir auch noch Sachen. Aber wir brauchen erstmal dieses Hochstapel-Ding. Zum Hochstapeln, sonst klappt das nicht. So, da werden jetzt Ahornbäume gepflanzt. Immerhin. Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, weil der Ahorn, der wächst zwar eine Weile oder braucht eine Weile, bis er gewachsen ist. Aber wenn er dann mal gewachsen ist, dann bringt er uns eine ordentliche Ausbeute an Holz. Und das sollte eigentlich dafür sorgen, dass wir hier ganz gut unterwegs sind normalerweise. Guck mal, da vorne haben sie jetzt schon wieder das geerntet hier. Genau, dann machen wir das mal so. Kommen sie hier oben eigentlich noch an? Nee, warte mal, wenn wir da die Straße aber noch weiterziehen.
Kommen sie da ran? Okay, jetzt kommen sie da immerhin an die Bäume noch ran. Müssen wir mal schauen, dass wir die Bäume hier noch mit abernten irgendwie. Warum kommen die eigentlich nicht bis ganz da nach hinten? Ah doch, kommen sie. Okay, aber warum kommen sie da nicht hin? Warte. Was ist denn, wenn wir da eine Straße rüberziehen? Jetzt müssten sie doch da... Ja, jetzt kommen sie daran, genau. Dass wir hier noch die ganzen Bäume mitnehmen. Es sind die letzten Bäume, die wir noch haben, ey. Ist schon fast ein bisschen schade um das schöne Harz, was die Bäume schon produzieren. Aber geht leider nicht anders. Mach einen Mischwald. Na, da verliere ich dann aber ein bisschen den Überblick. Welche Baumart ich da jetzt dann wo habe. Und in welcher Menge vor allem auch. Wenn ich Monokulturen mache, dann kann ich besser abschätzen, wie mein Bestand ist. Und ob ich vielleicht von einer Baumart mehr brauche. Weil irgendwann brauchen wir ja dann auch die Säfte von den Bäumen, die Baumsäfte. Die müssen wir dann da abzapfen. Und dann können wir da noch bessere Rezepte verarbeiten. Genau. Ach, jetzt ist ja hier hinten eh Stillstand. Guck mal, jetzt geht's ja hier eh nicht weiter. Stimmt, wir haben ja Dürre, genau. Da können wir mal gucken, ob jetzt 4 Tage Dürre schon ausreichen, um hier jetzt für Tiefstände zu sorgen. Bin ich mal gespannt. Wir haben ja nur einen Block Wasser hier drin, ne? Vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr Tanks noch bauen. Wurde ja gerade noch gesagt, dass ich das machen soll. Vielleicht hier noch... Obwohl, da wollte ich eigentlich eine Treppe hochbauen. Vielleicht hier drüben noch einen Wassertank. Dann können die da auch trinken und müssen dann nicht immer so weit laufen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Leider immer noch keine Arbeitsloser. Dafür haben wir jetzt 12 adulte Biber. Nicht schlecht. Justin ist arbeitslos. Oh doch, wir haben einen Arbeitslosen. Okay, warte. Dann mach mal hier an. Wieder. Justin. Justin ist dein Forscher. Justin ist so hochintelligent. Guckt euch das mal an. Und was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wo bin ich denn? Ah, da bin ich. Ich arbeite im Lumberjack. Ich bin ein Holzfäller. Yay. Ich darf die ganze Zeit Stämme bearbeiten. Mit meinen Händen und mit meinen Zähnen. Nice. Ich darf an harten Stämmen nagen. Da habe ich ja alle Hände voll zu tun den ganzen Tag. Nicht schlecht. Aber ich habe auch ein Dach über dem Kopf. Okay, wir haben jetzt 18 von 18 Plätzen. Wir brauchen noch mehr Häuser. Wir brauchen noch mehr Häuser. Okay, da wird ja schon eins gebaut, genau. Aber wir brauchen noch mehr Häuser auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Biber und mehr Häuser. Mehr Hausbiber. Ist auch ganz wichtig. So, wenn der da hinten den Baum geerntet hat, genau, setzen wir da noch einen Maple Tree hin. Eins der wenigen Games, wo man sich über Arbeitslose freut, Kappa. Ja, es ist wirklich so. Zumindest am Anfang, wenn man noch zu viele offene Jobs hat und noch nicht genug Arbeiter, dann freut man sich. Später dann denkt man sich so, oh Gott, wir haben schon wieder 30 Arbeitslose, die neu dazugekommen sind. Was soll ich mit denen eigentlich machen die ganze Zeit? Und dann fangen die ABM-Maßnahmen an. Da muss man dann irgendwelche Transportgebäude bauen und so en masse, damit man diese ganzen Arbeitslosen los wird. Das ist immer so bei solchen Spielen. Am Anfang hast du immer zu wenig und am Ende weißt du nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Im Late Game. Aber so richtig Late Game... Ja, gibt's ja hier eigentlich nicht so richtig. Also, ja, wenn wir jetzt mal... Das Ding ist halt, du bekommst halt, je weiter du voranschreitest, immer bessere Sachen, die dir immer mehr ermöglichen, die Bedürfnisse der Biber effizienter zu befriedigen, deine Biber effizienter zu machen. Das heißt, irgendwann ist das so eine exponentielle Geschichte, dass halt einfach deine Biber werden immer besser, immer mehr und du kannst immer mehr machen, aber das Problem ist, du hast immer weniger, was du dann mit dieser Masse an Bibern dann machen kannst, so ein bisschen. Man kann es dann halt nur immer noch größer bauen, noch mehr machen, aber ja. Das ist so ein bisschen dann das Ende der Fahnenstange, so ein bisschen, wenn ihr versteht. So, aber wichtig ist einfach nur, genau, dass wir jetzt hier 6 Kinder haben. Nice. Und jetzt haben wir nicht genug Holz. Jetzt kann wahrscheinlich eher das Holz uns zum Problem werden, würde ich sagen. Wenn wir wieder einen Arbeitslosen haben, kann ich ja hier den zweiten Forscher noch aktivieren mit. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, er hat schon ein Drittel von dem Feld. Na gut, mehr ein Viertel, würde ich sagen. Aber doch ein knappes Drittel hat er bepflanzt schon, nicht schlecht. Ja, hier müssten sie ja eigentlich jetzt auch noch ernten können. Das sollte ja passen. Am Ende ist es Kino zum Anschauen. Hier freut man sich auch über Harz. Ja genau, über Harz freut man sich auch. Nur, wir können mit dem Harz gerade noch nicht viel anfangen. Wir müssen noch warten,
Oder beziehungsweise wir müssen noch schauen, dass wir da erstmal die Gebäude haben, wo wir das Harz dann noch verarbeiten können. Da braucht man ja hier für die imprägnierten Platten, braucht man ja das Harz. Es ist momentan noch ein bisschen überflüssig. Da hast du deinen Arbeitslosen. Oh, gleich zwei, siehst du? Wenn man dann einmal Arbeitslose bekommt, dann auch gleich im Doppelpack direkt. Haben wir denn zufällig hier, guck mal, können wir noch einen Arbeiter noch einstellen hier. Sehr gut. Sehr nice. Das ist doch genau das, was wir haben wollen. Mehr Arbeitslose. Wer ruht sich denn da aus? Hey, das sind die Kinder. Arbeiten gehen, los. Ah, wir brauchen noch Van Damme. Ja, ja, ja. Hol ihm nein. Du bist jetzt Van Damme. Van Damme. Die müssen immer dabei sein. Justin Bieber, Spielbieber LP und Van Damme. Wie sie immer hier chillen, die Kinder. Wir brauchen echt eine Biberschule. Ich sag's euch, wo die Biber auch mal was lernen und nicht immer nur den ganzen Tag am Gammeln sind hier. Kein Wunder, dass die immer erstmal arbeitslos sind, wenn sie erwachsen sind, wenn sie nur am Gammeln sind hier. So, ich würde gerne hier vielleicht diese Treppe eher hierhin versetzen. Aber wir haben nicht so viele Planken. Ich glaube, das soll ich lieber erstmal lassen noch. Wir lassen das erstmal noch so, wie es ist. Bevor wir irgendwelche Spirenzchen machen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich hier mit dem Wasser aus? Wie viel ist denn da noch drin? Boah. Schon unter der Hälfte auf jeden Fall. Schon ein bisschen biberängstigend. Wenn wir aber bedenken, dass nur noch 1,4 Tage Zeit sind, bis das Wasser zurückkehren kann. Wie lange braucht eigentlich so eine Pflanze, bis sie tot ist? Hier unten sind ja auch Bären. 5 Tage, okay. Wenn das Wasser weg ist, braucht die Pflanze erstmal 5 Tage, bevor sie stirbt. Das ist schon mal eine ganz schöne lange Zeit. Also da haben wir ein bisschen eine Reserve auch. Bau mehr Forschungscenter. Du baust doch gar nichts. Ja, na, weil wir ja auch erstmal Material brauchen. Hast du mal gesehen, was hier oben ist? Da ist null, da ist nix. Hier, das Haus wird auch nicht fertig gebaut. Das liegt natürlich daran, dass die hier irgendwie das nicht ernten wollen. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum? Die müssen doch da rankommen oder nicht? Okay, kommen sie nicht. Alles klar, warte, dann müssen wir mal da die Dinger wegmachen. Hier, die Fahnen. Dann müssen wir die mal so versetzen, dass die Biber da an die Sachen rankommen, die sie abfarmen sollen. Guck mal so zum Beispiel. Oder warte, noch besser, so. Und dann da einfach eine Straße rüber. Weil ohne Holz geht hier gar nichts. Ohne Holz ist Ende im Gelände, im Biberhausen. Aller Anfang ist schwer, ja genau. Das ist halt am Anfang einfach diese Aufbauphase. Du musst erstmal die Sachen bekommen, die du brauchst, die Rohstoffe und so. Du brauchst die Einrichtungen, um die Rohstoffe auch nachhaltig anzubauen. Also, dass du halt nicht nur immer alles verbrauchst sofort und dann nichts mehr hast, sondern dass du halt immer ein bisschen was verbrauchst, aber auch immer ein bisschen was nachkommt und so. Das muss sich halt alles erstmal einpendeln. So. Das wird halt nicht alles sofort mit dem Fingerschnipsen passieren, ja. Das braucht halt einen Moment alles. Ich bin schon zufrieden, dass wir eigentlich beim Essen schon ganz gut dastehen. 141 Bären und 96 Möhren. Passt, wird sich natürlich auch wieder umdrehen, je nachdem, wie schnell die Bevölkerung wächst. Und wir sollten vielleicht dann hier auch nochmal ein bisschen Weizen oder irgendwas in der Richtung anpflanzen. Kartoffeln, ja gut, Weizen vielleicht nicht, der ist sehr aufwendig in der Verarbeitung, aber auf jeden Fall Kartoffeln sollte das nächste Ziel sein. Das sind schon mal ein bisschen mehr Lebenserwartung noch kriegen. Das ist ja, und dass sie vor allem den anderen Nahrungsbonus noch haben. Was macht auf die obere Ebene noch schnell wachsende Baumart zu überbrücken? Was wachsende Baumart zu überbrücken? Ich verstehe nicht die Aussage. Was für eine wachsende Baumart? Da wachsen doch noch Bäume, die wachsen ja nach, von alleine. Macht es mittlerweile Sinn, ein paar Birken zu pflanzen? Da wir ja momentan noch nicht mal fertig sind mit dem Ahornfeld, würde ich das erstmal nicht machen, weil wir ja eh nur einen Förster haben. Der Förster hat sich ja schon einen Wolf da. Der Förster hat sich ja schon kaputt. Der muss das ganze Feld hier beförstern noch. Jetzt ist gleich die Dürre vorbei. Wie sieht es denn mit dem Wasserstand aus? Okay, wir schaffen, also wir verlieren das Wasser nicht komplett, wenn wir 5 Tage Dürre haben. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Das heißt, wenn wir eine Dürre haben von 6 Tagen oder so, dann wird es, glaube ich, kritisch. Dann laufen wir, glaube ich, Gefahr, dass es nicht mehr ausreicht. Wir sollten wirklich langsam versuchen, hier mal eine Leiter runterzubauen und hier unten vielleicht schon mal da und so vielleicht schon mal Schleusen zu bauen auch. Hier einen Damm drumrum und dann da eine Zweierschleuse, würde ich sagen. Das könnte eine gute Idee sein. So, da muss ich aber erstmal gucken. Da brauchen wir mehrere Dinge. Da brauchen wir natürlich erstmal
Den Levi, genau. Jetzt haben sie hier das Haus gebaut. Ist schon mal gut. Jetzt kommt gleich nochmal der Wassertank dazu. Der ist auch wichtig. Der Wassertank ist wichtig. Und dann bauen wir... Dann bauen wir noch ein Forschungsdingens. Denn ich glaube, wir kriegen auch bald Arbeitslose. Müssten wir eigentlich gleich kriegen. Jetzt haben wir hier noch... Genau, jetzt ist hier noch ein Platz frei. Wir haben 6 Kinder. Wir haben 14 Arbeiter. Das heißt, der nächste, der erwachsen wird... Ja. Der nächste, der erwachsen wird, müsste eigentlich dann ein Arbeitsloser sein. Da brauchen wir dann wieder einen Job. Genau, da mache ich jetzt schon mal so ein Science-Ding. Das können wir ja mal einfach da so in die Ecke stellen. Ne? Da ist ja eh nichts Wichtiges. Und nach dem Science-Ding würde ich sagen, können sie gleich mal... Da können sie dann gleich mal noch ein Wohnhaus noch bauen, dass wir noch mehr Biber kriegen. Und da ist jetzt wieder die Frage. Da würde ich sagen, machen wir das hier hin. So, dann können wir da oben noch eine Dachterrasse bauen. Weil wir ja hier noch einen Aufgang setzen können, genau. Nicey nice, meine lieben Freunde. In dem Loch unten kann man Wasser reinleiten. Das stimmt, ja. Ich würde aber erstmal hier hochbauen noch. Und hier dann hochbauen. Da müssen wir mal jetzt zusehen. 82 Forschungspunkte haben wir. Wie viele Planken haben wir denn? Wir haben 7 Planken, okay, und 3 Loks. Okay, die Loks werden jetzt erstmal gebraucht für das Haus. Ich mache jetzt mal hier noch einen Aufgang, genau. Dann machen wir da noch eine Terrasse, damit sie auch immer schön den Schwangerschaftsbonus kriegen, würde ich sagen. Warte mal, wie platzieren wir denn die Terrasse im Moment? Ja, gut. Ach, dann machen wir das doch so. Würde ich sagen. Haben sie hier schon was reingesteckt? Nee, warte mal. Dann nimm das Haus mal und zieh das mal noch ein Stück weiter dahin. Genau, und dann macht doch die Treppe da gleich dahin, genau. Und dann da macht das so, genau. Das ist doch gut. Können sie gleich mal machen. Arbeitslose? Oh, 3 Arbeitslose. Dann gleich mal... Ah, haben sie... Guck mal, sie sind sogar schon... Gedönsi. Okay. Wofür brauchen wir noch dringend Arbeiter? Ja, eigentlich für nichts, oder? Da können wir ja noch so ein Ding bauen hier jetzt. Brauchen jetzt vor allem die Forschungspunkte. Dass wir schnell vorwärts kommen. Dass wir schnell beim Forschen vorankommen. Guck mal, jetzt haben wir nämlich schon gleich 100 und da können wir schon mal hier den Damm freischalten hier, den kleinen. Den Blockdamm. 120. Bei 120 Punkten. Sprengstoff, naja, Sprengstoff nützt uns noch nicht viel, weil wir können ja noch nicht wirklich welchen her... Also, wir haben die Materialien noch nicht. Wir brauchen dafür viel mehr Holz noch. Das können wir erst machen, sowas, wenn hier die Ahornplantage auch was abwirft. Momentan wirft die halt einfach noch gar nichts ab, ne? Kannst du die Meldung zum Wohlbefinden wegklicken? Ja, kann ich machen. Guck mal, wir kriegen ja jetzt schon die Meldung, dass unsere Konstruktionen, unsere Bauaktionen, die wir machen, dass wir da nicht genug Material haben. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt anfangen, da noch Verarbeitungen zu bauen für Holz, dann kommt ja bei den Baustellen nichts mehr an. Deswegen würde ich erstmal auch jetzt schon mal ein paar Baumaßnahmen in Angriff nehmen, bevor ich jetzt irgendwelche verarbeitenden Industrien jetzt baue oder erforsche. Weil guck mal, Forschung am Sprengstoff, da müssen wir zweimal forschen. Einmal mit 400 Punkten, einmal mit 600 Punkten. Das ist auch mega teuer. Vorher müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Bevölkerung noch weiter wächst und so. Sprengstoff ist erstmal jetzt noch nicht so die Prio. Sprengstoff wird erst dann wichtig, wenn wir das Gelände so extrem verändern müssen, dass wir ohne Sprengstoff nicht mehr zurechtkommen. Aber der Punkt ist ja noch lange nicht erreicht. Meine erste Sorge ist jetzt erstmal, wie wir von diesem Plateau runterkommen. Wir müssen hier vorne eine Treppe bauen. Da brauchen wir jetzt alle... Also wir brauchen natürlich hier die 2 Sachen. Aber wir brauchen auch hier die doppelten Höhen und sowas. Also die 2er und so. Und eigentlich idealerweise auch die 3er, damit wir da schön stapeln können. Oder warte mal, brauchen wir die überhaupt? Nee, warte mal. Ja... Ja, nee, das brauchen wir gar nicht, glaube ich. Guck mal, wenn wir das so machen.
Hier können wir ja zwei einfach übereinander setzen von denen. Ist das eigentlich teurer? Ja, das ist dann aber teurer, wie wenn wir einfach die hier benutzen. Dann würde ich sagen, damit wir ein bisschen Material sparen, investieren wir lieber ein bisschen mehr Forschungspunkte, würde ich sagen. Dann investieren wir einfach 150 Forschungspunkte und bis die dann das Ding gebaut haben und unten angekommen sind, ist Weihnachten sowieso vorbei. Würde ich sagen. Spielberg kommt doch ohne Sprengstoff nie aus. Ja, ich muss es halt notgedrungen jetzt erstmal ohne Sprengstoff schaffen. Bevor ich wieder Bum-Bum machen kann. Das ist jetzt halt mal diese Phase der Enthaltsamkeit, wo man mal nicht Bum-Bum macht. Das muss auch mal sein. Das ist auch mal was Feines. Das macht dann umso mehr Spaß, wenn man wieder darf. Das ist dann, dann knallt es dann richtig. Noch zwei Streams und er sprengt den ganzen Berg platt. Ja genau, da kann man sich dann auch nicht mehr beherrschen, wenn man dann einmal wieder kann, dann, wenn es dann wieder geht. Wir haben jetzt 150, ich schalte das Ding jetzt frei hier. Und dann können wir es schon mal in Auftrag geben eigentlich, auch wenn wir jetzt das Material noch nicht haben. Ist zwar jetzt eine ganz schöne teure Angelegenheit, aber ja, geht halt nicht anders. Ne? Wir müssen es halt irgendwie wuppen. Stahl für die Papierfabrik. Echt? Stahl braucht die Papierfabrik? Nee, aber Getriebe, genau. Das ist nämlich ja die Abfolge, genau. Das meine ich halt auch. Es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir jetzt schon die Sprengstofffabrik für teuer Forschungspunkte freischalten. Weil wir haben ja nicht mal die Produktionen, die da vorkommen. Wir brauchen als erstes mal den Gears Workshop noch. Und danach noch die Papierproduktion halt, ne? Bevor wir auch nur annähernd dann die Sprengstofffabrik machen können. Und bis dahin, bis wir soweit sind, ja, haben wir hier Holzmangel. Das ist halt das Problem. Wir haben einen akuten Holzmangel. Das ist leider hier so. Aber wenigstens haben wir keinen Nahrungsmangel. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber so viele Karotten sind jetzt auch gar nicht eingelagert, ne? Die müssen hier auch ganz schön tingeltangeln hier mit den Karotten. Ich glaube, die sind ein bisschen langsamer noch. Stimmt, die haben ja noch keine Boni für Geschwindigkeit und so, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Die Biber sind ja noch auf Standard, mehr oder weniger. Da können die noch nicht so viel am Anfang. Da sind die noch nicht so schnell, da arbeiten die noch nicht so viel. Ich habe übrigens, das habt ihr vielleicht im Video noch nicht gesehen, weil ich das im Video nicht gemacht habe, ich habe die Arbeitszeit der Biber wieder eine Stunde hochgestellt, dass die 17 Stunden arbeiten. Ich dachte mir, das ist vielleicht ganz schlau. Den Försterbereich erweitern, der schafft noch mehr. Ja, jetzt ist er erstmal hier hinten fertig, ne? Da warten wir jetzt erstmal, bis er da fertig ist und dann können wir ihm ja noch einen weiteren Auftrag geben, vielleicht noch eine zweite Baumart oder so. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen die Bäume erstmal wachsen. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Sache, wenn die erstmal auch mal wachsen, dass wir mal Holz rauskriegen hier. 27%, oh Gott, ja, das hat ja beim Ahorn so ewig lange gedauert, ja. Das Lager ist voll. Ja. Ja, so ein bisschen. Da müssen wir ein neues Lager bauen. Das kostet aber auch wieder 15 Loks. Naja gut, das wird uns jetzt nicht umbringen. Dann mach doch da hinten mal eins. Da so in die Ecke, oder? Ne, warte mal. Ja doch, warum nicht? Passt eh nicht mehr viel hin. Ich würde es gerne vielleicht da hinsetzen, aber da ist er leider blockiert. So, wenn ich so, obwohl, wenn ich so mache, kann ich ja. Nee, genau, mach es mal so, genau. Dann ist es gleich am Dings dran, am Weg. Nichts ist umsonst. Ja, das ist echt so. Das ist echt wirklich so. Ich kann euch sagen, meine lieben Freunde, das ist ganz, ganz wirklich so. Nichts ist umsonst, das kannst du laut sagen. Bau doch eine zweite Farm, die nur erntet. Ich meine, von den Arbeitskräften her könnten wir uns das erlauben. Bloß das Problem ist, ich habe so viele Bauprojekte hier, die schon Material brauchen und die es nicht kriegen. Ich kann es nicht machen. Es geht nicht. Ich kann nicht. Ich kann es nicht. Wenn sie hier die Treppe gebaut haben und hier runterkommen, dann hätten wir hier noch mal ein bisschen Holz, das sie abfarmen können. Wir müssen jetzt warten. Wir haben jetzt einfach das Holz nicht. Ich mache mal jetzt hier die richtige krasse Zeitbeschleunigung, weil wir können eh gerade nichts machen. Schon wieder eine Dürre. Alter Schwede, wie schnell diese Dürren kommen. Die kommen voll kurzen Abständen, ey. Gerade eben war doch gerade erst eine. Das ist doch nicht mehr normal, Mann. Ein paar Birken für schnelles Holz. Nee, ich würde schon lieber das Holz lieber ernten, was da jetzt zwischendurch noch wächst. Außerdem, ja, müssen wir einfach nur ein bisschen Geduld haben, das passt schon. Ich will ja jetzt nicht irgendwelche Billow-Pflanzen da hinstellen, das muss ja nicht sein. Wie lange dauert denn das hier noch so?
29% Wachstumsprozess, 31%. Wie lange dauert das hier noch? 29, 13? Ja, es ist halt... Ja, obwohl, vielleicht doch lieber noch mal ein paar Billow-Pflanzen hinstellen. Was können wir denn da machen? Pines? Dann hätten wir gleich das Harz noch von den Pines. Ja, komm. Lass mal hier so eine Pine-Plantage machen. Warte. So, dass er auch schön überall hinkommt. Vielleicht hier in der Mitte lieber den Weg durchziehen. Warte mal. Das war, dass der Biber-Förster da überall rankommt auch. So, und dann machen wir hier jetzt einfach so eine Plantage. Genau. Sehr schön, da ist ja schon eine, genau. Ja, dann mach das so, komm. Mach das hier, knall hier richtig rein. Sind ja eh Pinien da schon am Start, ne? Kann man das eh gleich ausnutzen hier. Jawohl, da geht er schon direkt in die Vollen. Seht ihr das? Wunderbar, genau. Das ist eine gute Idee, dass wir das da machen, glaube ich. Prio hoch bei den Treppen. Na, ich würde lieber erstmal schauen, dass das Forschungsdings und die Wohnhäuser noch zuerst gebaut werden. Na, wobei, wir haben eigentlich genug Arbeitskräfte gerade. Wir haben ja eh schon zu viele. Obwohl, die Planken, guck mal, die haben sie schon eingefügt. Zumindest da unten bei den zwei Plattformen. Nicht schlecht. Ja, fehlt uns... Ja, machen wir mal Prio hoch. Zumindest bei den zwei Sachen. Jetzt ist ja eh gleich wieder keine mechanische Energie am Start. Da wird es auch keine frischen Planken mehr geben. Geben die Birken eigentlich auch eine Art Harz? Also der Ahorn, der bringt Sirup. Da kann man kochen mit. Die Pinien, die bringen Harz. Damit kann man Baumaterial herstellen, diese Planken, diese imprägnierten. Die Birken, die bringen nichts. Soweit ich weiß. Die sind einfach nur Holz und auch nur ein Lock. So. Und dann gab es doch noch den Haselnussbaum. Den haben wir noch nicht ausprobiert. Das ist eine der Sachen, die wir noch nicht ausprobiert haben. Und der bringt Nüsse. Aber keinen Harz und keinen Sirup. Und aus den Nüssen kann man aber auch wieder neues Rezept kochen. Genau. War, glaube ich, Grilled Chestnut, wenn mich nicht alles täuscht. Gegrillt. Und wir haben eine Dürre wieder. Soll ich mal eine von den beiden pumpen? Wie lange ist... Ach du Schande, die Dürre ist ja voll lang. Okay, wir müssen die Pumpen pausieren. Wir müssen die Pumpen pausieren. Wir dürfen auf gar keinen Fall auch nur einen Tropfen Wasser verschwenden. Das sind ja 9 Tage Dürre, alter Verwalter. Heiliges Blechle. Okay, da müssen wir ja, können wir ja schon von Glück sagen, wenn wir jetzt nicht, wenn die jetzt nicht verdursten, kannst du dann Nutella herstellen, ja? Na, uns fehlt noch die Schokolade dafür. Zuckerrohr, Palmfett und was ist da noch drin? Ja, ein bisschen Schokolade für die Farbe halt. Er geht so drauf. Spielt er auf Mittel? Nein, wir spielen hier auf Schwer. Das ist der Schwierigkeitsgrad Schwer, der sehr schwer ist. Ach du meine Güte, guckt euch mal an, wie schnell das Wasser da runtergeht in den Fässern. Aber es wird auch irgendwie mehr zwischendurch. Das ist ja interessant. Manchmal wird es mehr und manchmal weniger. Mehr oder weniger. Sehr ein Ding. Ich glaube, wir werden sterben diesmal. Also, wenn die Pflanzen austrocknen, wird es, glaube ich, eng. Aber die Pflanzen haben ja immer auch noch ein bisschen den Pufferzeitraum. Wir müssen nur schauen, dass die Biber nicht verdursten dann. Dass das Wasser halt so lange hält. Das ist wichtig. In den Fässern halt. Oha, dann sind 9 Tage ja noch wenig. Was? Lass lieber eine Pumpe an. Ja, aber es ist... Ja... Es ist aber... Okay, ja doch. Ja doch, ich glaube, wir müssen die doch anlassen tatsächlich. Ich glaube, wir brauchen mehr Fässer. Die sind ja schon zu über der Hälfte, sind ja schon leer. Ich glaube, ich muss beide anlassen, beide Pumpen. Ich meine, gut, wenn wir es schaffen, dass wir die Dürre zu 5 Tagen überstanden haben, dass nur noch 5 Tage Dürre ist, das müsste die Toleranz sein, die die Pflanzen haben, bevor sie vertrocknen, eigentlich. Und dann müssten wir eigentlich auf der sicheren Seite sein. Oh Gott, ist das schwer. Ja, wir brauchen einen Fässerpark, alter Schwede. Wir müssen erstmal, bevor wir irgendwelche Treppen oder irgendwas anderes bauen, das Holz investieren in weitere Holzfässer. Weil sonst ist Feierabend hier. Aber sowas schon.
Okay, warte, jetzt pausieren wir mal vielleicht lieber wieder. Jetzt haben sie die Fässer wieder aufgefüllt. Du hast 220 Beeren eingelagert. Das Essen müsste reichen. Ja, aber die Pflanzen sollten möglichst nicht sterben, weil die müssen ja dann erst wieder wachsen, bevor sie wieder produzieren und so. Du brauchst eine Badewanne mit Wasser. Eine Pumpe reicht. Ja, okay, dann mach mal hier mal die eine Pumpe, die ist näher dran, die mach mal wieder an. Ein bisschen Angst habe ich ja jetzt schon, ne? Weil wenn jetzt gesagt wird, 9 Tage sind noch wenig, dann habe ich schon ein bisschen Angst. So, wie sieht es jetzt hier aus mit dem Holz? 23%, 39%, 41%. Oh Gott, der Ahorn ist gerade mal zu 50% gewachsen, alter Verwalter. Okay, warte mal, da sehe ich noch eine Ecke, wo ich noch pflanzen kann. Hier kann ich auch noch pflanzen. Das müsste noch wachsen da, oder? Ja, es sieht noch gut aus. Oh je, meine lieben Freunde. Oh je, oh je. Ah, da ist ein Baum gewachsen. Sehr nice. Haben wir mal wieder 2 Latten gekriegt. Nach der Dürre müsste das Holz fertig sein. Wenn die Dürre nicht dazu führt, dass das Wasser weg ist, dann müssen wir mal gucken, wie lange die Bäume dann überleben. Hoffen wir mal, dass das passt. Es wird auf jeden Fall wieder spannend. Es ist wieder spannender, definitiv. Ich meine, wir können jetzt zwar gerade nicht so viel machen, weil wir gerade einfach Materialmangel haben. Oh, sie haben jetzt tatsächlich da die Stelze gebaut. Aber wenn wir dann mal was machen können wieder, dann ist das auf jeden Fall spannend, weil wir jetzt ja diese ganzen Problemchen hier umschiffen müssen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, hier kommen auch gleich noch Loks rein, genau. Auf schwer können sie bis zu 30 Tage. 30 Tage? Ach du meine Güte, wir brauchen 3x, 4x, 10x so viel Bärhälter, wie wir jetzt da haben. Wir müssen unbedingt ganz dringend einen Stausee bauen, wo wir Wasser abzapfen können. Das sind wir sowas von am Ahahn hinten dran. Das ist ja unglaublich. Das geht ja mal gar nicht. Können wir denn schon? Oh, wir haben 400 Forschungspunkte. Okay, das können wir aber schon mal machen jetzt. Wir schalten jetzt hier einfach schon mal zum einen den Damm frei und die 2 Blöcke hohe Schleuse schalten wir auch mal schon frei. Dann können wir nämlich das dann hier unten schon mal so langsam planen wenigstens. Wenn das Holz einmal da ist, dann können wir auch gleich nochmal mehr Holzfällerfahnen hier jetzt hinstellen. All dieweil, dann können die Biber das schneller abfarmen noch, wenn da mehr Biber farmen. Wir haben ja Arbeitslose, dann können wir die da ja gleich benutzen dafür. Würde ich sagen. Weil das, wenn die Ahorn-Dinger da fertig werden, schalt die Schleuse frei, dann kannst du noch Wasser zurückstauen. Ja, oh Gott, guckt euch das mal an. Das ist fast weg. Das ist fast weg. Das ist fast leer gesaugt. Okay, 9 Tage und das ist weg, definitiv. Aber wir sind schon unter 3 Tage, ja, wir sind bei 3 Tage Dürredauer jetzt. Dann, ja, dann müssen wir nur hoffen, dass jetzt das Wasser dann in den Fässern ausreicht, dass sie die 3 Tage dann auch noch überstehen können. Was, mir sind 30 Tage Dürre lieber als 1 Stunde auf den ADAC warten. Oh Gott, ja, das stimmt wohl. Das ist, ja, prekär, prekär. Aber müssten jetzt nicht eigentlich die Bäume auf der Map schon längst sterben? Weil die haben doch gar nicht so viel Reservezeit hier, oder? Guck mal, der Baum hier stirbt schon in 1,7 Tagen. Wir haben, glaube ich, dann bald nur noch tote Pflanzen auf der Map. Die einfach dann verschwinden, wenn die Dürre wirklich so lange dauert. Ich würde den Rand am oberen Fluss noch eine Höhe Dämme bauen, damit der Fluss maximal gestaut werden kann. Es kostet aber, glaube ich, zu viel Holz. So ein Deichding oder beziehungsweise so, ist da... Da müssen wir ja alles hier zubauen. Weißt du, wie viel das Material das ist? Das habe ich gar nicht. Es ist einfacher, tatsächlich, vom Material, wenn ich hier runterbaue, hier zumache und dann einfach hier vorne eine Schleuse setze und hier, okay, hier noch rumbaue, dann habe ich hier ein großes Rückhaltebecken. Anstatt, dass ich jetzt hier um den ganzen Fluss drumherum baue. Da muss ich ja um den ganzen Fluss drumherum, damit hier nicht mein Dorf überflutet wird. Nee, das ist schon schlauer, wenn wir das hier unten machen. Aber das, alles hängt halt am... Ja, jetzt ist das Wasser weg. Alles hängt halt hier jetzt an den...
am Wasser. Okay, 1,8 Tage Dürre. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Du brauchst die großen Fässer. Ja, die kann ich aber nicht machen, wenn ich kein Material habe. Denn so ein großes Fass kostet sehr viel. Das kostet nämlich 30 Planken und 20 Getriebe. Und wir haben noch keine Getriebe. Das ist das Problem. Das fällt ja alles nicht vom Himmel. Das muss alles irgendwie finanziert werden. Und finanziert wird es mit der einzigen harten Währung, die die Biber kennen. Mit saftigen Baumstämmen. Mit dieser Währung muss das finanziert werden. Und wenn die Währung nicht da ist, was soll man machen? Ein Baumstamm kann hier gerade in seinem Gewicht in Gold aufgewogen werden. Ey, so viel ist der gerade wert hier. Wir haben den absoluten Ultramangel gerade. Bei 30 Tagen Dürre hast du oben nicht genug Wasserhöhe, um Pflanzen am Leben zu erhalten. Ja, aber wir können auch so schnell keinen Damm da oben bauen. Das geht nicht. Also gut, zumindest nicht über die ganze Länge. Man müsste halt vielleicht das hier irgendwie hier vorne machen. Aber wir können ja mal hier schon vorne die Spitze mal abbrechen bei den Bäumen hier. Dass sie da schon mal die Stämme da wegmachen, dass es dann nicht so lange dauert vielleicht. Oh oh, die Karotten. Wie lange brauchen die, bis die tot sind? 0,2 Tage. Oh Gott, die verrotten auch noch so schnell. Na gut, aber das Essen ist eigentlich ja weniger das Problem gerade, ne? So an sich. Gleich kommt auch wieder Wasser. Wann kommen denn die 30 Tage? Wann beginnt das denn mit den 30 Tagen? Ich meine, hier gut, jetzt haben wir schon 9 Tage. Ich meine, da kann ich mir ja denken, ne? Wahrscheinlich die übernächste Dürre ist dann wahrscheinlich schon eine deutlich längere. Gott, da werden wir dann definitiv sterben, wenn wir es bis dahin nicht schaffen. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen, mehr Holz zu kriegen, dass es schneller geht. Und jetzt ist ja hier auch noch... Ja, bei 60% sind sie gerade. Okay, jetzt ist immerhin schon mal da wieder Wasser am Start. Er wird es wirklich schaffen. Holzkredit. Ja, wir müssten mal einen Holzkredit bekommen hier. Das wäre geil. Können wir nicht irgendwie bei irgendwem... Bei der Holzbank... Können wir nicht bei der Holzbank einen Holzkredit aufnehmen? Das wäre schon sehr praktisch. Ich habe, glaube ich, einfach zu spät angefangen, die Bäume zu kultivieren, ey. Das war, glaube ich, der Fehler. Das ist ja wirklich ein Race against Time, ey. Da muss man ja richtig krass tingeltangeln hier. Ja, im Grunde haben wir ja gerade schon gesehen. Wir müssen eigentlich deutlich mehr Fässer noch bauen. Also ich baue jetzt mal noch mehr Fässer. Das ist halt immer jedes Mal 15 Loks, die gleich wieder weg sind, ey. Loks sind so wertvoll. Sobald hier Loks fertig sind, kommen die direkt in das Fass rein. Ein zweites Bauernhaus. Ja, kostet auch Holz. Kostet 25 Holz. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Wenn nichts anderes übrig bleibt. Aber warte. Nimm das mal weiter nach vorne noch. Nimm das mehr so dahin, dass wir da vielleicht hier gleich den Radius noch mit drin haben. Wir brauchen mehr Holz. Baumgold ist halt wichtig. Die Prio bei den Treppen runter. Ist es nicht eh schon egal? Die brauchen eh nur noch einen Lock da drin. Und das hier habe ich noch nicht priorisiert. Das ist, glaube ich, Wurst. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so wichtig. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Vor allem kommen die Dürren halt auch so schnell hintereinander, ey. Das ist halt auch noch das Fiese. Oben beim Deich eine Schleuse. Ja, warte. Ich muss dann aber die Einserschleuse nehmen. Sonst wird das zu teuer. Warte mal, haben wir so viel? Ja, okay, das können wir uns leisten. Wie teuer ist die denn? Oh Gott, Mann, die kostet 10 Loks. Und 5 Planken. Wir haben nicht mal einen einzigen Lok. Wir haben nicht mal einen einzigen. Was wird denn eigentlich gerade gebaut? Was machen die eigentlich gerade mit den Loks, die fertig werden? Machen die denn damit? Die Treppe ist ja auch noch nicht fertig. Was machen die denn? Guck mal, hier, der Water Tank wird auch nicht gebaut. Die machen damit Planken, glaube ich. Die packen das alles in die Plankerei. Und Planken haben wir aber auch keine. Oh Mann, ey. Das ist eine einzige Mangelwirtschaft hier. Willkommen in der Planwirtschaft. Nicht schlecht. Alles wird zu spät gepflanzt, zu spät befriedigt. Alle werden zu spät befriedigt. Kurzfassung der Planwirtschaft. Nice.
Nein, nicht schon wieder. Ihr wollt mich doch rollen. Wie viele Tage waren das jetzt? 2 Tage oder was? Das ist nicht euer Ernst. Wie soll man denn da überleben? Wie soll man denn da klarkommen? Sie haben nicht mal das Fass gebaut. Die haben da nicht mal einen Lock da reingesteckt. Die haben nicht mal einen Lock da reingesteckt. Wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Oh, Pumpe an, Pumpe an. Ja, ich mach, ich mach. Wir werden nicht mehr. Wir werden kaputt gehen. Ja, ich weiß. Was soll ich denn mal? Wir sind eh schon tot. Er wird jetzt sowas von drauf gehen. Alter Schwede, das kann nicht wahr sein. Warum machen sie denn da keine Loks rein? Warum schaffen sie sie da rein? Und was machen sie mit den Planken eigentlich die ganze Zeit? Ah! Wo gehen die ganzen Planken rein? Die müssen doch irgendwo hingehen. Die Pumpe ist doch an. Die läuft doch. Und die auch. Macht mich nicht nervös. Jetzt wird endlich mal Holz fertig. Schnell, 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 schnell. Hey, ihr müsst schneller vor mir, ihr müsst schneller vor mir, ihr müsst alle schneller vor mir. Macht euch schneller vor mir, ihr müsst schneller vor mir. Macht euch schneller vor mir, ihr müsst alle schneller vor mir. Los. Dann könnt ihr so langsam vor mir. Das ist ja spannender wie ein Hollywood-Blockbuster. Block, vor allem ein Blockbuster. Ja, ja, schön. Das ist der Biber-Blockbuster hier. Ihr müsst schneller vor mir, ihr müsst schneller vor mir, alle schneller vor mir, los, schneller vor mir, alle schneller vor mir. Schneller vor mir, schneller vor mir, los, schneller vor mir, schneller vor mir. Oh nein, sie schaffen es nicht, die Fässer voll zu machen. Hoffentlich nur 5 Tage Dürre oder so. Bitte nicht so eine unendlich lange Dürrezeit jetzt. Blockbuster. Das ist der Blockbuster. Oh Gott. Oh mein Gott. Aber sie haben das Fass gebaut, immerhin. Wenigstens ein Lichtblick im Dunkeln. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Spiel gnädig ist und die nächste Dürre nicht ganz so lang ausfällt. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.